Nini ist gerade voll da runtergefallen. Ihr kennt euch noch nicht lange, oder? Nee, wir sind das flüchtig mal über den Weg gelaufen. Warum bist du jetzt eigentlich drinnen und warum hast du das Licht an? Ja, weil ich mich anziehen muss. Ich will nichts sagen, aber jetzt machst du mich an. Du musst eh gleich aufstehen, ich konnte ausschlafen. Wie lange lässt du ihn einwirken? Ich mach den gar nicht ab, Leute. Jetzt hatet mich nicht, aber ich mach den gar nicht ab. Da führe ich gar keine Energie. Weiß nicht, was ich anziehen soll. Ist ja wieder so kalt draußen. Du hast da noch was an Schminke. Oh. Naja. Who cares? Mir ist immer so kalt auf Arbeit. Finde ich nicht gut. Ich friere immer voll, wisst ihr. Minus 7 Grad, also warm anziehen. Dann möchte ich aber eigentlich nicht auf Arbeit. Finde ich schon wieder blöd. Boah, du knallst ja alles so, das ist ja... Nee, du bist gerade einfach nur ein bisschen empfindlich. Nee, nicht mehr. Doch. Man muss 20 Minuten spätestens aufstehen. Was willst du denn? Oh nein. Mein BH und wo habe ich meine Hose hingelegt? Ich weiß nicht, wo ich meine Hose hingelegt habe, Leute. So ist als ich meine Ausbildung zur Marketingkauffrau. Scheiße, ich brauche noch einen frischen Schlüppi. Bin krank, kann die ganze Zeit nicht schlafen, aber du kannst im Bett liegen und das heißt, dass ich sehr neidisch auf dich bin. Achso, das hier ist von Primark. Zieh mir mal schnell meine Hose an. Habe einfach nicht geschlafen und muss gleich zur Schule. Das ist richtig belastend auch. Ich muss mich kurz anziehen, okay? Meine Haare sind ein bisschen fertig. Was redest du da? Arschloch.
Hab von 18 bis 5 Uhr geschlafen. Bin immer noch müde. Oha. Bin krass neidisch. Oh Gott, warum ist es in Berlin so kalt? Es ist hier Körperverletzung, wenn es da so kalt ist. Ich habe wirklich gar keinen Bock drauf. Ich weiß, dass meine Hose kaputt ist. Das sagt ihr mir fast jeden Tag. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht ziehe ich auch noch was drüber und dann sieht man das nicht. Verstehe? Wenn die Magic happened. Der ist halt schon ein bisschen knittrig so. So ist jetzt nicht. Aber das ist mir jetzt erstmal primär völligst Wurst. Aber ich ziehe den gleich erst an, dann ist es wärmer, wenn ich rausgehe. Meine Haare ist da. Ich habe von Sonntag auf Montag nach der Nacht durchgemacht und bin gestern einfach um 17 Uhr eingepennt bis jetzt. Boah, das ist so schön. Okay, die eine Person hatte recht, meine Haare sind fertig. Habe ich Trockenshampoo? Nein. Das ist ja jetzt schon ein bisschen suboptimal. Es war, ist heute auch kein Haarwaschtag. Egal, ich mache einfach so. Passt schon. Zur Not. Woher der Gürtel? Der ist von Louis Vuitton. Binzi. Ich habe aber eigentlich auch nicht so Bock drauf. Wie spät ist denn das? Chillig. Ich hoffe, wir kommen gut durch nach Berlin. Ey, krass, ich habe nur 20 Minuten gebraucht, um mich fertig zu machen. Ich bin sowas wie eine Queen. Dass ich heute etwas länger schlafen kann. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Wenn ich sowas erfahren würde, ich würde mich direkt wieder hinlegen, ne? Bin da knallhart. Deine Hose hat ein Loch. Ja, Leute, ich weiß, dass meine Hose ein Loch hat. Die Hose wird auch nicht heil, wenn ihr es mir 10-mal schreibt. Ja, ich wollte nur sagen. Weil das Lustige ist halt, ich sehe es.